Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, ich freue mich sehr. Unser heutiger Gast gehört zu den ganz großen zeitgenössischen Erzählern dieses Landes. Er ist nicht nur ein großer Schreiber, sondern auch ein großer Kämpfer. Herzlich willkommen, Bodo Kirchhoff. Trotz einer schmerzhaften Hornhautentzündung haben Sie es nicht nehmen lassen, zu uns zu kommen. Die Sonnenbrille ist kein Akt der Unhöflichkeit, meine Damen und Herren, sondern wirklich nur Schutz vom Kameralicht. Toll, dass er überhaupt da ist. 6 Jahre lang hat Bodo Kirchhoff an seinem letzten Roman gearbeitet, Die Liebe in groben Zügen. Ein lohnender Kraftakt. Das Buch war für die Longlist des Deutschen Buchpreises 2012 nominiert. Neben seinen zahlreichen Romanen und Erzählungen verfasste der Vielschreiber auch Drehbücher fürs Fernsehen und fürs Kino. Und er war eine Zeit lang selbst sogar Fernsehmoderator. Er weiß also, wo oben und wo unten ist. Mit Bodo Kirchhoff spreche ich über Leid, Lust, Lektüre und über das Leben in Deutschland. Herr Kirchhoff, Sie haben mal gesagt, Schreiben, das ist eine große Kraftanstrengung. Was ist so kraftzehrend an diesem Beruf? Sie können nur gut schreiben, wenn Sie sich über einen sehr langen Zeitraum gleichbleibend konzentrieren. Das heißt, es ist so ähnlich, als wenn Sie in einem Raum stehen, auf den Zehenspitzen die Hände strecken und dann gerade eben die Decke berühren. Und dann müssen Sie aber so stehen bleiben. Und dann müssen Sie so stehen bleiben. Das ist ein Zustand, den Sie irgendwann im Laufe des Schreibtages, sagen wir mal, Sie fangen um 8 Uhr an und dann irgendwann um 9:30 haben Sie diesen Zustand erreicht. Dann haben Sie die Decke gerade so berührt. Und dann kommt es eigentlich darauf an, diesen Zustand dann mindestens über 2-3 Stunden zu halten. Aber Sie brauchen diese 1,5 Stunden vorher? Nicht unbedingt. Es kann Ihnen auch passieren, dass das ganz schnell geht. Ja. Das Entscheidende ist nur, diesen Zustand zu halten, also dann nicht nachzulassen. Haben Sie inzwischen in den vielen, vielen Jahren mit der vielen Routine Techniken entwickelt, sich schneller, zuverlässiger Streckung zu bewegen? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich weiß sehr viel übers Schreiben, aber daraus ist keine Routine geworden. Das hilft mir nicht, wenn ich etwas Neues schreibe. Ich mache die Fehler, die ich auch bei anderen sehe. Ich merke die Fehler, aber ich spüre sie und sehe sie dann auch. Aber ich kann nicht sagen, natürlich kann ich ähnlich wie ein Schachspieler, gibt es in meinem Kopf, sagen wir mal, unzählige Eröffnungen, ja, oder Lösungen für eine bestimmte Situation. Zu denen kann ich dann greifen, dadurch komme ich nicht ins Stocken. Das heißt aber nicht, dass das für dieses Buch an dieser Stelle die optimale Lösung ist. Es ist eine mögliche Lösung, um vom A nach B zu kommen. Und im Nachhinein, wenn ich das lese, kann es sein, dass ich es gut finde oder nicht gut finde. Und das Schreiben, die andere Geschichte neben der Konzentration ist diese Geduld und dieses Ertragen, dass man einfach vieles wieder wegschmeißt und von vorne anfängt. Ja, also einfach sehr viel aushält. Kennen Sie diesen Flow-Zustand, dass es irgendwann so flutscht und Sie gar nicht mehr aufhören können? Ja, das gibt es schon, aber das ist sehr selten. Also wenn das, sagen wir mal, einmal am Tag ein, zwei Minuten sind, dann kann man sich freuen. Zum Beispiel, ich kenne diesen Zustand, es gibt 2 Arbeitsphasen bei mir. Die eine ist tagsüber. Da sitze ich in einem Sessel, habe mein Notebook auf den Knien und schreibe und schreibe. Also nicht am Schreibtisch? Nein, ich sitze nie am Schreibtisch, weil das viel rückenschonender ist. Ja, also das ist die Haltung, wo ich meinen Körper am wenigsten spüre. So. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich abends irgendwo bin, vor allen Dingen, wenn ich reise, und sitze dann in irgendeinem Lokal oder wie auch immer. Und dann schreibe ich mit der Hand und das ist dann ein sehr viel leichteres, sehr viel entspannteres. Da habe ich auch was getrunken und da ist auch Musik, das stört mich alles überhaupt nicht. Und da kann man plötzlich in einen Fluss sich hineinschreiben. Und das kann wunderbar sein, aber auch da kann man am nächsten Tag feststellen, dass es doch nicht so gut war. Sie haben eine interessante, ich will mal sagen, Technik. Sie leben mit Ihrer Familie in 2 Wohnungen. Das eine ist praktisch die Familienwohnung. Das andere ist die, ja, wie soll ich sagen, die Arbeitswohnung. Ja. Und dahin ziehen Sie sich dann auch phasenweise zurück. Da sind Sie jetzt nicht so der ideale Familienvater, Haushaltsvorstand. Nein, das bin ich wahrscheinlich nicht. Also phasenweise stimmt auch nicht, sondern ich lebe dort. Ich arbeite den ganzen Tag dort, gehe dann irgendwie gegen Abend in die andere Wohnung rüber. Das sind nur 5-6 Minuten. Und verbringe dort den Abend und gehe dann wieder zu mir. Also das ist so, in der Regel ist es so, wenn ich halt in Frankfurt bin. Und ich bin nicht dieser
dieser unmittelbar versorgende Vater, also der auch gleichzeitig diesen mütterlichen Aspekt hat. Das bin ich nicht. Ich bin aber da und bin zum Beispiel sehr froh. Ich habe lange Zeit mit meiner Tochter, war das immer irgendwie etwas schwierig, weil die ganz andere Interessen hatte. Und seit einigen Monaten studiert die Medienwissenschaften und schreibt jetzt was. Mhm. Eine Hausarbeit. Und auf einmal können wir uns unterhalten, haben ein Thema und das genieße ich sehr. Also, dass ich sozusagen zu etwas Nütze bin. Und das sogar, Sie gehen zum äußersten Hausarbeiten in Medienwissenschaften. Meine Damen und Herren, Bodo Kirchhoff, ich schreibe, also bin ich. Schundromane schreibt der heute 64-Jährige keine, auch wenn eines seiner zahlreichen Bücher so heißt. Stattdessen preisgekrönte Literatur. Wie hier anlässlich der Verleihung der Karl-Zuckmeier-Medaille 2008. Jede Auszeichnung ist für mich irgendwie befremdlich, zunächst mal. Dabei hat er schon einige solcher Auszeichnungen erhalten. Auch wenn sie, wie in diesem Fall, kein Geld bringen, sondern nur eine Medaille und ein Fass Wein. Vor Kirchhoff haben diesen Preis unter anderem Udo Lindenberg und Mario Adorf bekommen. Die Begründung der Jury ist immer die gleiche. Besondere Verdienste um die deutsche Sprache. Was wir wahrscheinlich als so modern und intellektuell an seinen Texten empfinden. Diese Begründung, dass man sich um die Sprache verdient gemacht hat, damit kann ich schon was anfangen, weil das schon mein Gegenstand ist. Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und am Gardasee wohnt und arbeitet Bodo Kirchhoff seit mehr als 30 Jahren. In das Hochhaus-Apartment zieht sich der Vater zweier erwachsener Kinder zum Schreiben zurück. Hier entwickelt er seine Stoffe und Geschichten. Es gibt keine andere Kunstgattung, in der man so viel über das Fremde, Fremdpsychische erfahren kann wie im Roman. Aber das muss man als Wert natürlich begreifen und für jemanden erfahrbar machen. Schmerzlich erfahrbar, wie beispielsweise in Eros und Asche von 2007. In dem stark autobiografischen Freundschaftsroman, wie er es nennt, verarbeitet der Schriftsteller den Krebstod eines engen Freundes. Vielleicht sein persönlichstes Buch. Auf der Suche nach den passenden Worten für das Unfassbare. Das Stoff ist ein toter Freund. Das Stoff bin auch ich, der ich noch lebe. Das ist der Überlebende und der Tote. Das ist der Stoff und dafür müssen Sie eine Sprache finden, die dem angemessen ist. Ja. Zu Beginn seiner Karriere wurde Bodo Kirchhoff manchmal vorgeworfen, oberflächlich und zu selbstverliebt zu sein. Vielleicht lag das an Fotos wie diesen, aufgenommen bei einer seiner zahlreichen Reisen in den 80er Jahren. Der Schriftsteller unterwegs als Kriegsreporter. Nach einem einjährigen Aufenthalt auf den Philippinen veröffentlicht er den Roman, der ihm in Deutschland den Durchbruch und die bisher höchste Auflage beschert. Infanta wird zum Bestseller und in 13 Sprachen übersetzt. Eine Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Fotomodell und seiner Haushälterin. Den exotischen Rahmen bildet ein Marionettenstaat mit starken Anleihen beim ehemaligen Marcos-Regime auf den Philippinen. Selten hat ein deutscher Autor so plastisch erzählt. Kritiker und Leser waren begeistert. Erfolg ist, wenn ich vom Schreiben leben kann. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Die meisten seiner Bücher, wie das von der Kritik viel gelobte Parlando von 2001, sind jedoch zu sprachgewandt, um massentauglich zu sein. Also ich gehöre selber einer Generation an, die es eben gelernt hat, über Sprache Macht auszuüben und über Sprache, über Ironie vor allem. Wissen, aber auch fühlen, was man beschreibt. Sonst hat es keine Wahrheit. Kirchhoffs Credo. Trotzdem unternimmt er immer wieder auch Ausflüge ins Fernsehen, schreibt Drehbücher und moderiert eine eigene Literatursendung. Die wird mangels Quote allerdings schnell abgesetzt. Er verarbeitet den Frust, indem er die Mediensatire Schundroman schreibt. Auch ein Bestseller. Gute Romane, sagt Bodo Kirchhoff, sind so etwas wie Sprachkörper. Durchblutet und quicklebendig. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch. Bodo Kirchhoff.
Ja, Herr Kirchhoff, mein geschätzter Kollege Peter Craven, der eigentlich Literaturkritiker ist und nur im Nebenberuf Moderator, sagte, die Liebe in groben Zügen, das ist ein wirklich großes deutsches Werk, nur zu vergleichen mit Jonathan Franzen oder amerikanischen Entsprechungen. Das nehmen Sie natürlich gelassen zur Kenntnis. Sie bemängeln, in Deutschland gibt es zu wenig Helden, zu wenig Vorbilder, zu wenig gute Stoffe. Woran liegt das? So definitiv habe ich es nicht gesagt. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland in einer sehr privilegierten Situation leben. Und man hat das Gefühl, dass alle Geschichten oder die meisten Geschichten in einer bestimmten Form schon erzählt sind oder erzählt werden vom Fernsehen. Mhm. Und dass es sozusagen zu allem schon eine Sprache gibt. Und wenn es ein bisschen, sagen wir mal, schwieriger wird, dann kommt erst der Fernsehfilm, dann kommt die begleitende Doku und dann kommt danach noch eine Talkshow. Damit der Zuschauer sozusagen von allen Seiten wie in Watte gepackt wird und nun ein Thema serviert bekommt. Die Zusammenfassung kommt noch in der Boulevardpresse. Genau. Mhm. Und das ist genau das, was mich am allerwenigsten interessiert. Sondern ich glaube, gutes Schreiben ist immer ein ungemütliches Schreiben. Und ich denke, das ist ein Problem auch ein bisschen der deutschen Sprache, dass vieles, was auf Deutsch geschrieben wird, merkwürdig gemütlich daherkommt. Selbst wenn es irgendwie vulgär ist oder grob ist, hat das für mich auch noch was Gemütliches, weil das dann alles Worte sind, die kennen wir schon. Ja, ja. Aber Sie schreiben ja selber. Ich muss Ihnen jetzt was aus Ihrem eigenen Buch vorlesen, Herr Kirchhoff. Dass es in Deutschland heute an Helden und großen Stoffen fehlt, man könne nicht ewig über die Nazis und die paar Widerstandskämpfer schreiben, auch nicht ewig über den Mauerfall. Ist das so ein bisschen der Fluch, dass wir auf der einen Seite das Grauen des Nationalsozialismus, auf anderen diese historische Besonderheit der Wiedervereinigung haben? Da ist es ja auch schwierig, noch größere Stoffe zu finden. Ja, also das Problem ist, man kann, wenn man zum Beispiel beim Fernsehen was unterbringt, kaum noch etwas unterbringen, wenn man sich nicht an diese paar Säulen, historischen Säulen anlehnt. Ja? Ein Hakenkreuz muss immer im Bild sein. Missbrauch ist jetzt auch natürlich seit einiger Zeit oder irgend sowas. Ja. Das sind alles Dinge, die mich nicht interessieren. Sondern ich glaube, dass es gerade in unserer Gegenwart Dramen gibt. Natürlich kann ich nur die Dramen erzählen, an denen ich selbst ein Stück teilgenommen habe. Ich kann zum Beispiel nicht das Drama, ich würde es nicht wollen und können, das Drama der Arbeitslosigkeit, des sozialen Abstiegs und dieser Dinge. Ich würde auch nicht sagen, ich befasse mich jetzt damit, wie sieht es aus, wenn jemand AIDS bekommt und daran leidet. Sondern ich muss etwas nehmen, was ich ein Stück wirklich kenne und selber auch durchdrungen habe. Und ich glaube, dass das große Drama, was uns begleitet, ist das Drama der Freiheit, in der wir leben, und das Drama der Banalität. Weil wir natürlich den Wunsch haben, etwas Ernstes in unserem Leben zu erleben, einen Sinn zu haben, Kontinuität zu haben in dieser ganzen auseinanderfallenden Welt, in Kleingeschichten. Ja. Und alles, was wir haben, ist Facebook. Genau. Wollen wir natürlich, viele Leute fragen mich, warum bist du so lange mit einer Frau zusammen? Oder fragen eher meine Frau, warum bist du so lange mit dem zusammen? Und in dieser Länge liegt für uns beide ein Wert, bei allen Schwierigkeiten, die das hat. Und diese Paradoxie, dass man auf der einen Seite ganz Mühe hat, etwas zusammenzuhalten, auf der anderen Seite es aber zusammenhalten will, dass man also etwas zusammenhält, was in manchem auseinanderstrebt. Das im Detail zu erzählen, vor dem Hintergrund unserer eher banalen Gesellschaft, das sind ja auch zwei Figuren aus dem Medienbereich, die ich gewählt habe, das ist für mich ein Drama, was es wert ist, erzählt zu werden. Und das ist ein großer Stoff ich sag mal, aus dem Alltag heraus. Das Schlimmste wäre das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Deswegen habe ich mir immer alles geholt und alles räuberartig genommen. Das Raubtier Kirchhoff. War das Ihr Leben? Immer so haben, haben, haben? Ja, es ist, sagen Sie, meine Mutter behauptet, das sei mein erstes Wort gewesen, übrigens. Haben. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ihr habt euch nicht abgesprochen, das ist jetzt ja fast peinlich. Ja. Aber nein, dieses Räuberhafte,
Das ist etwas, was ich sehr früh gelernt habe. Also ich würde sagen, spätestens im Internat. Ich kam mit 10 ins Internat und mit 20 raus. Und ich bin dort bestimmt kein sozialerer Mensch geworden, sondern einer, der sehr genau hinguckt, wo er bleibt. Ja? Und der sich versucht, einfach die Dinge zu nehmen, die er braucht, weil man sie ihm nicht freiwillig auf dem Tablett serviert. Ja? Sind Sie ein rücksichtsloser Mensch? Nein, das bin ich nicht. Das bin ich vielleicht nicht mehr. Das habe ich gelernt durch meine Frau. Das habe ich auch gelernt durch die Kinder. Und das habe ich gelernt, indem ich, weil ich seit 10 Jahren Schreibseminare mache. Ich glaube, dass ich sehr Rücksicht nehmen kann. Aber gleichwohl gibt es einen Bereich, den ich nur für mich selbst beanspruche, über den ich keine Rechenschaft ablege und wo ich auch nach wie vor das tue, was ich will. Das Schreiben gehört ja da dazu. Ja? Das Schreiben gehört dazu, wenn ich sage, ich muss jetzt schreiben, dann schreibe ich eben. Ja? Und ich nehme aber auch relativ wenig Rücksicht auf mich selbst, sonst würde ich hier nicht sitzen heute. Weil es ist einfach, für mich ist sozusagen das ein Stück Erfahrung. Ich gehe hierher, obwohl das mir jetzt irgendwie schwerfällt. Aber gleichzeitig interessiert es mich ja auch. Was passiert da? Also ich bin schon jemand, der sich selber ein Stück weit in die Waagschale wirft und zum Objekt seiner Beobachtung macht. Und da kommt ja auch immer was Spannendes dabei raus. Sie sammeln praktisch Stoffe für die nächsten Bücher. Ich bin mein Archiv. Also ich käme zum Beispiel nie auf die Idee, für ein Buch ins Internet zu gehen oder in Archive zu rennen. Sondern ich habe für dieses dicke Buch, glaube ich, nur 1-2 Mal meinen Sohn gebeten, irgendwas nachzugucken. Ja. Mhm. Und das sind fast 700 Seiten. In der Regel sind das Dinge, schreibe ich über Dinge, die ich weiß. Ja. Wo kaufen Sie Ihre Bücher, Herr Kirchhoff? Kaufen, also es gibt schon manchmal, nein, also sagen wir mal so, die meisten Bücher, die kaufe ich bei einem alten Freund, der ein Antiquariat in Frankfurt hat, der Antiquariat Rüger. Und da gehe ich also hin, 2-3 Mal im Jahr und habe einen Karton dabei. Und dann hole ich mir die wunderbarsten Sachen, die ich sehe. Und am Ende zahle ich dann 100 Euro oder so. Aber es müssen nicht immer neue überhaupt Sachen, nicht. Also egal überhaupt was. Nicht. Ja. Also ehe ich ein neues Buch anfasse, habe ich ein altes zum dritten Mal gelesen. Und es ist schon so, wissen Sie, es gibt eine Reihe von Leuten, die ich als Gewährsmenschen total ernst nehme. Wenn da 2 sagen, das solltest du lesen, dann lese ich das, ja. Oder schau mir das an oder so. Zum Beispiel jetzt dieses Buch von einem Franzosen, Die französische Kunst des Krieges. Auch ein so dickes Buch. Da habe ich angefangen und wusste sofort, das will ich lesen, ja. Gut, das ist ja dann schon mal ein guter Hinweis für unsere Zuschauer. Ja. Entweder Antiquariat Rüger oder aber die Kunst des Krieges in Frankreich. Ja. Der Umbruch in der Medienlandschaft stellt Verlage und Buchhandlungen und auch Antiquariate vor neue Herausforderungen. Nicht alle sind so treue Bücherkäufer wie Bodo Kirchhoff. Viele Läden müssen sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet behaupten. Eine kleine Buchhandlung in Wiesbaden. Ein verstecktes Fleckchen. Laufkundschaft gibt es hier kaum. Doch wer den Weg in die Buchhandlung Leucht findet, ist in der Regel zufrieden. Erstens gibt es in Wiesbaden nur noch 2 vernünftige Läden. Kleine, die auch beraten können. In den großen kann es einem passieren. Also ich bewundere mich nicht, wenn ich nach Goethe was frage und der Verkäufer und sagt, wer ist das denn? Gute Beratung und anspruchsvolle Bücher. Damit ist Peter Leucht seit 40 Jahren erfolgreich. Und das trotz der Konkurrenz durch Internet und Großbuchhandlungen. Unser Vorteil ist es, dass wir uns anders darstellen. Und dazu gehört auch unsere Außenwirkung, das ist das Gesicht meiner Buchhandlung. Ganz anders die Auslagen der Großbuchhandlungen. Hier dominiert die übliche Bestseller-Konfektion das Angebot. Erotik mit Literaturanstrich oder Fantasy à la Harry Potter. Eigentlich ein sicheres Geschäft. Doch Internethandel und E-Books machen besonders den Großen der Branche zu schaffen. Die erweitern deshalb ihre Produktpalette. Der Kunde findet eigentlich alles, was er noch als zusätzliche Geschenkartikel oder zur eigenen Freude haben möchte. Zum Beispiel verkaufen wir auch passend zum Kochbuch Kochutensilien. Oder der Kunde findet auch passend zu seinem Wellnessbuch auch eine entsprechende Duftkerze.
Nichts für Literaturpuristen und vielleicht ein Segen für kleine Buchhandlungen. Denn wer einfach nur gute Bücher will, fühlt sich hier oft besser aufgehoben. Ihr Buch gibt es natürlich auch als E-Book. Das kann ich auf mein Lesegerät, auf mein Tablet-Computer ziehen. Sowas besitzen Sie nicht. Nein, ich habe mir nur von meinem Sohn zeigen lassen, dass man genau 2 Minuten braucht, um das umsonst runterzuladen. Ach, ja. Ihr eigenes Buch? Mein Buch. Haben Sie schwarz geladen? Er hat es mal probiert. Aus experimentellen Gründen. Genau, ja. Was halten Sie von dieser ganzen Entwicklung? Ich meine, ich habe neulich am Strand das bei jemandem gesehen. Ja. Und dann sag ich mir, ja, was liest denn da so? Und dann sagte mir, ja, ich habe jetzt noch 46% zu lesen. Und das war für mich so die Bestätigung, dass das nicht meine Welt ist. Ja, ja, aber Sie werden sich dagegen nicht stemmen können. Nein. In den Vereinigten Staaten gibt es Bücher, die verkaufen sich mehr als Datei, als Papier. Ja, angeblich haben das auch einige gekauft auf dem E-Book. Ich habe auch gar nichts dagegen. Ich muss es ja nicht machen. Für mich ist das Buch nach wie vor eben ein Gegenstand, den man sich auch hinstellt. Ich sehe aber zum Beispiel auch wieder an meinen Kindern, da geht's jetzt so um Unisachen. Ich sage, dann besorg dir doch das Buch, ich zahle das gern. Ja. Das ist ein wichtiges Buch über Film, stell dir das doch hin. Nö, das steht da nur im Weg und das machen wir anders. Ja. Ich brauche nur diese 3 Abschnitte. Genau, also da gibt es ein anderes Verhältnis zu dem Körperbuch. Wobei natürlich für mich auch immer, als ich jung war, ich wollte bestimmte Bücher auch haben, nicht nur wegen des Inhalts, sondern weil das Gegenstände waren, die mich glücklich gemacht haben. Ja, da gab es einfach die Freud-Ausgabe von Fischer. Das war einfach so eine schöne Sache. Das war so ein, oder auch die Proust-Ausgabe. Da gingen Inhalt und Form so auf eine wunderbare Weise zusammen. Ja, und die Surkamp-Bände. Ja, gut, das ist ja nochmal eine Regal Sache. Surkamp äußere ich mich jetzt nicht. Gut, andere Geschichte. Ja. Aber nochmal, wir werden uns beide gegen diese Entwicklung, die wir durchaus skeptisch sehen, werden wir uns nicht stemmen können. Nein, was macht das mit unseren Kindern, wenn die nur noch, ja, ich sag mal, eine Bildschirmseite downloaden und eben dieses schöne alte Produkt von Gutenberg nicht mehr kennen? Mir ist vollkommen klar, dass ich das Glück und aber auch Pech habe, in dieser Übergangsphase zu leben, wo diese gesamte Explosion des Elektronikmarktes, der elektronischen Möglichkeiten, ja, die werden sich natürlich, wie andere auch, irgendwann totlaufen. Irgendwann hat das einen Sättigungspunkt erreicht. Irgendwann ist das nicht mehr so interessant. Dann wird man vielleicht wieder zu... Im Moment ist aber alles Neue in diesem Bereich dermaßen interessant, dass sie schreiben und machen können, was sie wollen. Nur muss man natürlich sagen, nach wie vor gilt, dass der Inhalt, also der Roman, immer noch... Was auch da vorhin angeklungen ist in dem Beitrag über mich, der Roman ist konkurrenzlos, wenn es darum geht, das andere im anderen jemandem nahe zu bringen, jemandem zu erzählen. Was ist an einem anderen Menschen los? Ist doch egal, ob ich das hier drin lese oder auf so einem Kindle. Nein, das ist nicht ganz egal, glaube ich, weil das Verhältnis zu dem, was ich gelesen habe, in dem Buch manifestiert ist. Das andere ist aus den Augen, aus dem Sinn, fürchte ich. Mhm. Und das ist bei einem Buch genau nicht. Wenn ich eine Bücherwand abgehe, vorhin dieses Beispiel Rüger, ich gehe diese Bücherwand dem Antiquariat ab und ich habe keine besonders guten Augen, aber mir genügt eine Winzigkeit am Buchrücken und ich weiß, das ist dieses Buch. Das ist diese Ausgabe. Das ist diese Ausgabe von Genet aus dem Jahr 55, wo er irgendwie Tagebuch eines Diebes, ja. Das sehe ich am Rücken an solchen, oder der berühmte Handgerücken, den er gemacht hat in der Fotokabine, ja. Das ist nur ein sehr berühmtes Beispiel, aber es gibt viele andere Beispiele, da genügt mir ein Blick auf den Buchrücken und ich weiß Bescheid, ja. Bei der Datei nie haben. Nein, das werde ich dort nie haben. Und dieses aus den Augen, aus dem Sinn verbindet sich für mich eben mit den E-Books, ja. Wie stellen Sie sich Ihren Leser vor? Was ist das für ein Mensch? Mein Leser ist eine Leserin.
Und diese Lesen. Markt ist Frauenmarkt? Ich denke schon, überwiegend sind es Frauen, die das dann lesen. Wobei bei diesem Buch ist es sehr interessant, es lesen die Frauen, dann fangen sie an, ihren Männern im Bett das vorzulesen und irgendwann lesen es die Männer auch, weil sie das Gefühl haben, sie kommen sonst ins Hintertreffen. Und dann dreht sich das um und die Männer lesen ihren Frauen im Bett daraus was vor. Ja. Das sind Vorgänge, die mich natürlich sehr, die ich sehr schmeichelhaft finde und die ich wunderbar finde, weil mehr kann ein Buch kaum bewirken, finde ich. Als dass ein Paar sich das Buch als gemeinsam im Paar Bett vorliest. Als das ja. Und darüber redet, mehr kann man mit Literatur, glaube ich, kaum bewirken. Alles andere sind diese utopischen Vorstellungen. Ich meine, gut, Goethe, da gab es dann diese Selbstmorde nach dem Werther, aber wer will das schon? Ich glaube, dass das etwas ist, was wirklich wunderbar ist und was mich auch stolz macht, ja, wenn ich das höre. Ja, diese Leserinnen ist, glaube ich, das sind Menschen, die ein Stück erwachsen sind, also die keine Jugendlichen sind erwachsen und haben sicherlich in ihrem Leben schon eine Trennung hinter sich und kämpfen damit, was es mit der Liebe auf sich hat, wie man einen Bogen mit einem anderen Menschen leben kann und sind, sagen wir mal, auch auf einer Sprachsuche dafür. Das sind Sprachsuchende, die, und das ist ja das Wunderbare an der Literatur, die dann ein Buch finden, wo jemand, der in einer anderen Situation ist, also auch privilegiert, weil ich ja mit nichts anderem mich befassen muss, der vielleicht sprachlich weiter ist und zu Dingen eine Sprache hat, wo Sie noch, sagen wir mal, eher in so einem Stammelbereich sind, ja. Und erst wenn Sie eine Sprache haben, haben Sie auch die Gedanken dafür. Ja, ganz sicherlich. Also ja. Einen Ton und eine Sprache. Genau, es ist genau richtig, was Sie sagen. Es fängt nicht mit den Gedanken an. Sondern ich versuche ja seit über 30 Jahren eine Sprache der Sexualität zu entwickeln und zu schreiben. Und das ist ungeheuer schwer, weil sie ist gerade in dem Bereich Sexualität, aber auch Liebe, mit so viel Abgegriffenem und Abgewetztem zu tun haben, dass es ungeheuer schwer ist, da noch etwas zu haben, was andere wirklich berührt. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ganz anderes Thema, aber auch sehr dicht an Bodo Kirchhoff aufgrund seiner eigenen Erfahrungen. Anfang des Jahres beendete die katholische Kirche ihre Untersuchungen zu den Missbrauchsskandalen in den eigenen Einrichtungen. Ein Schritt, den viele Betroffene und Kirchenmitglieder kritisieren. Schauspieler Miguel Abrantes war als Kind sexuellen Übergriffen durch einen Pater seiner Schule ausgesetzt. Dass die katholische Kirche in Deutschland die Untersuchungen zu sexuellen Übergriffen in ihren Einrichtungen beendet hat, findet er skandalös. Solange nicht wirklich alles auf den Tisch gelegt wird, ist es halt unglaubwürdig. Die Missbrauchsskandale erschütterten die Bundesrepublik. Viele davon in katholischen Einrichtungen. Also ausgerechnet dort, wo man Kinder und Jugendliche besonders sicher und gut behütet wähnte. Rechtsanwalt Thomas Pfister war Sonderermittler, hat Akteneinsicht. Das Argument der katholischen Kirche, man wolle zu Unrecht Verdächtigte schützen, hält er für vorgeschoben. Natürlich ist eine echte Aufklärung immer mit Opfern verbunden. Diejenigen Patres oder sonstigen Geistlichen, die nichts verbrochen haben, die brauchen aber doch keine Angst haben. Deswegen halte ich spontan das Argument der Fürsorge für, nun ja, sagen wir, geheuchelt. Das Berliner Canisius-Kolleg war eine der Schulen, die vom Missbrauchsskandal besonders betroffen waren. Immer wieder hatte es dort in den 70er Jahren sexuelle Übergriffe gegeben. Schulleiter Klaus Mertes hatte die Aufklärung 2010 maßgeblich mit angestoßen. Die Aufklärung von Missbrauch muss durch unabhängige Instanzen von außen laufen. Das ist die Grunderfahrung, die alle Institutionen, die in dem Missbrauch geschehen ist, gemacht haben. Die Aufklärung von Missbrauch kann aber nicht funktionieren, wenn es im Inneren dann auch keine Bereitschaft gibt, sich dann hineinblicken zu lassen in die eigenen Karten. Auch das Kloster Ettal stand in der Kritik vor 3 Jahren. Seitdem ist einiges geschehen, das sexuelle Übergriffe künftig verhindern soll. Opfer wurden entschädigt. Ob die Deutsche Bischofskonferenz einen neuen Anlauf in Sachen Aufklärung startet, bleibt offen. Doch an der Kirchenbasis rumort es schon wieder. Pfarrer Rainer Maria Schießler bekommt das täglich zu spüren. Ja, ich sehe heute jetzt schon wieder die Stapel der Kirchenaustritte auf meinem Schreibtisch wachsen.
weil Misstrauen da ist, weil Vorurteile bestätigt werden, weil Menschen sagen, das haben wir immer schon gewusst, ist doch völlig klar. Die wollten ja gar nicht aufräumen. Vertrauensverlust und Resignation der Opfer sind die Konsequenzen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Opfer keine Ruhe geben, dass man hier es nicht zulässt, dass furchtbare Verbrechen, also das Zerprügeln von unschuldigen Kinderseelen und sexueller Missbrauch, dass man hier wieder zur Tagesordnung übergeht. Für Betroffene wie Miguel Abrantes jedenfalls gibt es keinen Schlussstrich bei der Aufklärung von Missbrauch. Herr Kirchhoff, Sie waren 11, da haben sich Ihre Eltern getrennt. Sie gingen dann auf eine Internatsschule am Bodensee. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also ich ging da nicht hin, ich wurde da abgegeben. Und ich habe die Erfahrung gemacht von das allererste Bild, als ich aus der VW-Käfer um die Ecke bog und ich dann da allein mit dem Köfferchen war, dass der eine dem anderen irgendwie in den Bauch getreten hat wegen irgendwas. Also das war so Gewalt, ja, so plötzliche, grundlose Gewalt. Dann habe ich das gelernt, wie man ein Bett baut und was dann eben so mit dem Zöglingsdasein verknüpft. Und dann war ich in einer Kantorei und habe gesungen und habe eben, da gab es diesen Kantor, der wie Winnetou aussah, und eine Beziehung von ihm zu mir. Und das sind also Erfahrungen, die Sie ganz schwer in dem Alter unterbringen können. Wir reden jetzt von konkretem Missbrauch. Ja, ja. Wir reden jetzt nicht von einer Thomas-Mann-artigen Distanz. Nein. Wir reden schon davon. Aber ich will nur sagen, ich will das nicht so isolieren, sondern es gibt einerseits die Gewalt, es gibt andererseits das Alleinsein, dieses gewisse Ausgeliefertsein, es gibt die Rituale dann dort. Also das ist ein festes Gefüge, das war ein christliches, evangelisches Internat. Und dann gibt es eben das, was man einen sexuellen Übergriff nennt. Und das gab es auch über einen längeren Zeitraum auch. Und das ist wirklich am Anfang vor allem ein Rätsel. Man weiß nicht, was das ist. Also ich war ja in dem Sinne nicht aufgeklärt. Ich war viel zu klein. Ich war 11, 12. Sondern man ist mit diesem Rätsel allein. Man ist auch mit diesem Stück Zärtlichkeit, was da drin steckt, oder auch diesem Stück, also auch das, was eigentlich etwas Schönes oder Genussvolles sein könnte, ist es natürlich nicht, weil man es nicht zuordnen kann. Mhm. Dadurch kriegt es diesen Gewaltcharakter. Also man muss, glaube ich, sehr unterscheiden zwischen dem, was man Vergewaltigung nennt. Mhm. Und zwar einfach immer im Hinblick auf wirkliche Vergewaltigungsopfer. Frauen, die im Krieg von Soldaten vergewaltigt werden, sind Vergewaltigungsopfer. Hier in Familien, wo Brüder plötzlich über eine Schwester herfallen und sie im Auftrag der Familie töten, das ist ja auch die schlimmste Form der Gewalt. Also man muss einfach für Menschen, die wirklich schlimme Formen der Gewalt erleiden oder was in Gefängnissen zum Teil passiert, da muss man differenzieren. Sonst tut man diesen Menschen Unrecht, glaube ich, Großes. Und das, was viele erlebt haben und ich auch, ist eine Sonderform der Gewalt, der emotionalen Gewalt. Ja. Und die stürzt einen in eine Sprachlosigkeit. Interessant ist, in den letzten Jahren war es ja nicht nur die katholische Kirche, die ihre Fälle hatte. Sie waren in einer protestantischen Einrichtung. Es gab Reformschulen, also eher kirchenfern, wo es diese Fälle auch gab. War das ein Phänomen der 60er, 70er Jahre, würden Sie sagen, dass sich das bis heute, dass es weniger geworden ist? Woher kam das? Haben Sie da Erklärungen gefunden? Also es ist zweifellos ein Phänomen der 50er und 60er Jahre gewesen, dass man eine gewisse Menschenverachtung gegenüber Jugendlichen hatte. Dass man also glaubte, dass Jugendliche Zöglinge, Anbefohlene, eigentlich Rechtlose sein. Mit denen konnte man machen, was man wollte. Es hat sich erst sozusagen spät durchgesetzt, also auch, was weiß ich, dass ja in der Schule dann irgendwann Schläge verboten wurden.
Ich war auf einer Volksschule im Schwarzwald, wo die Eltern es begrüßt haben und gefördert haben, dass der Lehrer mit dem Stock den Schülern den Arsch versohlt hat, dass sie herumgeschrien haben und nicht mehr sitzen konnten danach. Ja? Und dass sich das durchgesetzt hat, dass Kinder Rechte haben und dass man so etwas nicht tut und macht, das ist ja etwas der Anfang der 70er Jahre eigentlich erst. Ja? Also ich glaube, das hing sehr auch mit dieser Haltung gegenüber Kindern zusammen. Und diese Haltung wiederum ist natürlich eine Haltung, die unmittelbar aus dem Dritten Reich mit hervorgegangen ist und nicht sozusagen, da gab es keine Stunde Null in diesem Punkt. Ja. Viele Missbrauchsopfer haben ein, ich sag mal, gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper. Bei Ihnen ist das ganz anders. Sie sagen, jetzt habe ich mich hier bekleckert, weil das macht nichts. Ja. Sie sagen, Sie haben eine sehr, ich sag mal, eine sehr enge Beziehung zu Ihrem Körper. Sie waren einer der Ersten, der auf der Fitnesswelle mitgemacht hat. Nee, stimmt nicht ganz. Also Fitness würde ich das nicht nennen, sondern ich habe in jungen Jahren, da war ich so Mitte 20, da ging ich in so ein Sportstudio, da haben Zuhälter trainiert, also Zuhälter, Schwule und Verrückte. Diese drei Gruppen. Ja, ich gehörte zu den Verrückten, die nie ein Wort gesagt haben, ja, die völlig einsam mit diesen Geräten waren. Aber es ging um Muckis. Es ging irgendwie um den Körper, ja, das ist schon richtig. Also da gab es diese Gruppe, dann gab es, wie gesagt, so ein paar aus diesem Model- oder Schulenbereich, wie auch immer. Und dann gab es die Zuhälter. Ja? Ja. Diese drei Typen, das Ganze war ein verschwitzter Keller und es war alles rostig. Ein Foto von Schwarzenegger mit Zahnlücke. Logisch, ja, wer sonst? Wahnsinn. Mit der Zigarre und auf dem Schimmel. Und das fand ich ehrlich. Ja. In dem Moment, wo zum ersten Mal irgendwo Fitnessstudio oder Fitness für Frauen... Ja, oder, ja. Wellness am besten. Ja. Also ich bin ganz früh da ausgestiegen, weil ich das nur in dieser Form interessant fand. Meine Damen und Herren, Bodo Kirchhoff hat einfach recht. Ne? Wellness wird überbewertet. Was zum Beispiel nicht für Frankfurt gilt, das ist die Wahlheimat von Bodo Kirchhoff. Seit 30 Jahren ist er da zu Hause. Anflug auf Frankfurt am Main. Eines der drei wichtigsten internationalen Drehkreuze in Europa. Hier stehen auch die 7 höchsten Häuser Deutschlands. Frankfurt ist ja eine winzige Stadt im globalen Maßstab gesehen. Also mit unseren 700.000 Einwohnern, da kann man auf dem Planeten nicht viele beeindrucken. Aber es sind Scheinriese. Durch die Hochhäuser wirkt es größer. Mehr als 40 Wolkenkratzer hat die Innenstadt. Mit 259 Metern ist der Commerzbank Tower der höchste. Mittendrin die Frankfurter Börse. Sie ist einer der wichtigsten Aktienmärkte der Welt. Das Geld der Banken prägt auch das Stadtbild. Neu und alt, wie hier am Opernplatz. Eine Stadt voller Kontraste. Vom Hauptbahnhof im Zentrum der Stadt sind es zu Fuß nur wenige Minuten bis zur Zeil, Frankfurts bekannteste Einkaufsstraße. Gleich daneben das Denkmal für Frankfurts berühmtesten Sohn und Dichter, Johann Wolfgang von Goethe. Und sobald sich die Sonne zeigt, werden die Ufer des Mains zu Flaniermeilen. Entlang des Flusses gibt es zahlreiche Museen. Schon im 13. Jahrhundert führte an dieser Stelle eine Brücke in das Altstadtviertel. Einige der historischen Gebäude wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Herz des sogenannten Römerbergs ist das mehr als 600 Jahre alte Rathaus. Beliebter Treffpunkt der Einheimischen, die Kleinmarkthalle. Neben weltberühmten Frankfurter Spezialitäten gibt es auch Delikatessen aus der ganzen Welt. In keiner anderen deutschen Stadt leben so viele Nationen so dicht nebeneinander. Auch ein Frankfurter Original, die Apfelweinkneipe. Ausgeschenkt wird der sogenannte Ebbelwoi, ein saurer Fruchtwein. Hier gibt sich die Bankenmetropole ganz bodenständig. So, jetzt wissen wir, wie Bodo Kirchhoff lebt. Sie sitzen jeden Abend in der Ebbelwoi-Kneipe, sie flanieren am Main und shoppen am Römer. Genau.
Das ist mein Leben. Also, warum Frankfurt, Herr Kirchhoff? Warum Frankfurt? Es gibt so viele schöne Städte in Deutschland. Ebbelwey einmal im Jahr, am Main schon öfter. Ja, ganz einfach. Ich bin ursprünglich mal nach Frankfurt gegangen, weil der Surkamp-Verlag da war. Mhm. Und das fand ich interessant und weil noch bestimmte Leute an der Uni waren. Und wie wir wissen, ist dieser Verlag ja nicht mehr da, aber ich bin noch da. Und warum Frankfurt? Frankfurt ist auf der einen Seite eine Großstadt, auf der anderen Seite ein Dorf. Man kann das alles zu Fuß machen. Es hat einen idealen Flughafen. Man ist in 10 Minuten zu Hause, wenn man gelandet ist. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich eine schöne Stadt mit sehr viel Grün und sehr viel Perspektiven. Und es ist wunderbar, abends auf diese erleuchteten Häuser zu gucken. Die werden auch Marketingbeauftragter der Stadt Frankfurt, Herr Kirchhoff. Ich glaube, ein Hochhaus, ein popliges Hochhaus ist das Schlimmste, was es gibt. Und es gibt leider ein paar poplige Hochhäuser und ein paar wenige wirkliche Glanzstücke wie den Messeturm. Und dann haben Sie noch ein zweites Zuhause am Gardasee. Da müssen wir jetzt noch ganz schnell drauf eingehen. Sie geben Schreibseminare. Ja, das heißt, wenn unsere Zuschauer mal von Ihnen so richtig die Leviten gelesen haben wollen. Eine Woche mit mir und meiner Frau zusammen sein wollen, mit nur 8 Leuten noch und wirklich am Ende wissen wollen, wie sie dastehen. Was lerne ich da? Was sie dort lernen, ist, was ist erzählen? Wie kann ich aus allem Wust, was mir durch den Kopf geht, eine ganz kleine, bescheidene, aber funktionierende Geschichte machen? Also egal, ob ich jetzt Berufsschreiber bin oder mein Leben aufschreiben will oder arbeitsloser Banker bin, der den Schlüsselroman der Finanzkrise, alle lernen erzählen. Sondern es geht darum, dass man zunächst mal ganz bescheiden eine kleine Situation, zwei Menschen treffen sich und kommen in ein Gespräch und stellen fest, was weiß ich. Ja, man erstmal also so eine kleine Situation wirklich ausreizt, ausschöpft, etwas hineinlegt von sich selbst, ohne dass man sich ausplaudert, aber einer solche Geschichte Kraft gibt und am Ende sie ein bisschen rund macht. Ja, das sind 4-5 Seiten vielleicht nur, wenn man das in einer Woche lernt oder beziehungsweise lernt, was einem dazu noch alles fehlt, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter und darum geht es bei diesen Kursen. So, jetzt zum Schluss ganz schnell unser typisch Deutschspiel. Sie kriegen 2 Antwortmöglichkeiten und müssen sich für eine entscheiden. Lieber ein guter Satz oder guter Sex? Guter Satz. Lieber gute Leute oder gute Bücher? Gute Leute. Frankfurt oder Gardasee? Gardasee. Porsche oder Jaguar? Bitte? Porsche oder Jaguar? Porsche oder Jaguar? Puh, das ist sehr schwer. Ich bin Jaguar-Fahrer. Ein nicht mehr neues Modell, aber dann würde ich mich doch für das zweite entscheiden. Ja. Also, Bodo Kirchhoff fährt Jaguar, ich würde Porsche nehmen. Das war's auch schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie die Sendung verpasst haben, gucken Sie ins Internet. Wir haben gesprochen über Fiktion, Fitness und Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.